Moin zusammen. Wieder mal per Video melde ich mich heute. Kurzes Marktupdate zu den wichtigsten Indizes und diesmal auch zu ein paar Aktien, die wir in unserer Goldesel-Renditeformel vorgestellt haben. Fangen wir mit dem DAX an oder auch beziehungsweise mit dem Euroraum. Zeigt seit ein paar Wochen, haben wir schon darauf hingewiesen, relative Schwäche im Vergleich zu den anderen Märkten. Grund sind die geopolitischen Risiken. Wir haben weiterhin die Nähe zum Krieg. Das gab schon länger hinzu, kam, ich sag mal, die größeren Diskussionen über, ja, sagen wir mal, die Euro-Krise 2.0. Wir haben weiterhin die Riesenunterschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten. Zudem natürlich jetzt auch das ganze Gasthema, was immer, ja, brisanter wird oder wichtiger wird, in den Fokus rückt. Und man merkt im Markt jetzt nicht nur auf den Euroraum bezogen, sondern auf alle Märkte bezogen, dass man mehr und mehr das Thema Rezession in den Märkten sieht. Man sieht das auch an einzelnen Rohstoffen, komme ich gleich noch darauf zu sprechen, dass das Thema Rezession mehr gespielt wird. Zuvor war es ja mehr eine, ich sag mal, die Inflation oder auch stagnierende Wirtschaft. Und jetzt geht man halt eher von einer Rezession, also von einer schrumpfenden Wirtschaft aus. Das zumindest die Theorie von vielen Analysten, die ich auch teile. Fangen wir mit dem DAX an. Wochenchart, man sieht es hier ziemlich genau an den Verlaufstief von Anfang März, gestern knapp drunter geschlossen, sieht weiterhin abwärts gerichtet aus. Die Belastungsfaktoren, habe ich gerade genannt, sind hier noch ein bisschen deutlicher als in anderen Regionen. Tendenz eher nach unten, das ist hier der Wochenchart. Gehen wir mal in den Tageschart über. Blend auch mal die Linien ein. Hier sehen wir das, wir haben gestern minimal unter dem Verlaufstief geschlossen, bei 12.390 Punkten. Das Tief war bei 12.438, also sehr, sehr negativ gestern gewesen. Heute immerhin ein kleiner Rebound. Wir sind heute 1,5% im Plus im DAX oder haben auch so geschlossen. Märkte haben jetzt schon zu. Man sieht das hier, wir haben diesen Aufwärtstrend hier verlassen, relativ dynamisch und es sieht weiterhin abwärts gerichtet aus. Ich kann mir trotzdem nochmal so einen kleinen Bounce vorstellen. Die nächsten Marken sind hier die 12.900 Punkte. Das sind im Prinzip hier die Tiefs, kleinerer Widerstand, wobei wir hier auch schon einmal abgeprallt sind und es geht weiter nach unten. Ja, schön wäre es zu sehen für die Long-Seite, wenn wir die 12.900 überwinden und dann halt hier auch die 13.350 bis 13.400 Zone über diesen Widerstand rüberkommen. Das wäre halt wirklich ein bullisches Zeichen. Ansonsten Tendenz weiterhin abwärts gerichtet im DAX. Kommen wir auf die US-Indizes. Hier zunächst mit dem S&P. Ich gehe auch hier erstmal in den Wochenchart. Auch hier Tendenz weiterhin abwärts gerichtet. Keine große Gegenwehr. Es sieht ein bisschen besser aus als jetzt im DAX. Für mich bleibt es bei dem spannenden Szenario, wenn wir hier in Richtung der 200-Tageslinie im Wochenchart kommen, bei rund 3.500 Punkten. Auch hier war die Zone relativ interessant. Das wäre für mich ein Bereich, wo man sich einzelne Aktien aus dem S&P mal wieder anschauen konnte. Das sieht, wäre ein sehr schönes Niveau, worauf wir zurücklaufen könnten. Ansonsten im Tageschart blende ich das Ganze auch mal ein. Wir haben den Abwärtstrend gehabt. Das Tief hat gehalten. Wir haben hier nicht wie im DAX neue Tiefs gemacht, sondern sind hier eher aufgesetzt. Finden uns jetzt hier an der 20-Tageslinie. Wir sollten zumindest die 3.860 Punkte rausnehmen. Das wäre ein erstes Zeichen. Dann wäre der, die nächsten Widerstände würden dann hier bei dem Verlauf so sein, bei ja, 3.920, 30 Punkten. Und dann hier über 4.000 Punkte wäre erst die nächste Zone. Also wenn wir hier drüber schließen über dieser Zone, sieht es eigentlich ganz spannend aus, dass wir vielleicht die 4.000, 4.050 wieder anlaufen könnten. 50-Tageslinie haben wir hier allerdings auch noch in der Mitte drin. Also auch hier bleibt die Tendenz weiterhin abwärts gerichtet. Man sieht das auch, wenn wir hier mal eine kurze Trendlinie ganz grob einbauen. Es ist weiterhin abwärts gerichtet. Die alten Verlaufstiefs werden zu Widerständen. Es ist kein wirklich bullisches Bild. Aber trotzdem Tendenz leicht besser als jetzt im DAX zum Beispiel. Der Nasdaq hat gestern stark geschlossen, wenn wir im Tagesstart bleiben, 2,2% im Plus und auch die ganzen Werte aus dem ARK ETF zum Beispiel haben ordentlichen Bounce hingelegt. Heute ja, minus 0,2% jetzt, relativ undramatisch. Wichtig im
Nasdaq wäre es, wenn wir die 11.680, 90 Punkte halten, beziehungsweise auch die 20-Tages-Linie. Das wäre ganz schön als ersten Anfang. Und ansonsten auch hier haben wir auch die Abwärtstrendlinie. Hier müssten wir zumindest einmal drüber. Wobei auch hier gilt, die Horizontalen sind immer wichtiger als die Trendlinie nach oben oder unten. Von daher die nächste sehr wichtige Zone sind die 12.200 Punkte. Man sieht das hier oder wenn man weiter rauszoomt, des Öfteren eine wichtige Zone gewesen. 12.200 Punkte, 12.210. Das wäre auch die 50-Tages-Linie. Also hier drüber, das wäre wirklich ein sehr schönes Setup für die Long-Seite, beziehungsweise wäre das sehr bullish. Ansonsten ist es halt schon nochmal ein Stückchen, bis wir da hinkommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir an diese Zone laufen und dann halt doch nochmal einen Schritt nach unten gehen. Das ist das Szenario, was ich mir hier vorstellen könnte. Ansonsten Thema Rezession, was eingepreist wird, habe ich schon angesprochen. Woran man das sieht, man sieht halt, dass das querbeet im Prinzip abverkauft wird. Wenn man sich mal Öl anguckt, ist zuvor ja noch gestiegen. Hier geht man jetzt auch eher von der Rezession aus. Heißt, in der Rezession, Wirtschaft schwächt sich ab, brauche ich weniger Öl. Öl fällt, das gleiche genau auch fürs Gas zum Beispiel ist runtergekommen. Selbst sowas wie Gold stark runtergekommen, wird abverkauft. Also hier sieht man ganz klar an den Merkmalen, dass die Rezession mittlerweile immer mehr und mehr als Szenario eingepreist würde. Oder auch sowas wie, wenn man sich zum Beispiel Kupfer anguckt, extrem nach unten gekommen. Also wirklich querbeet im Prinzip Rohstoffe, sowas wie Gold auch, die Indizes auch. Wird im Prinzip sehr viel querbeet abverkauft. Vielleicht noch ganz kurz zu den Indizes, hatte ich gerade vergessen. China können wir noch kurz drüber sprechen. Hat ja zuletzt schöne relative Stärke gezeigt. Das hier ist der CSI 300, also im Prinzip das Pendant zum S&P 500 in China. Wir haben hier einen sehr schönen Aufwärtstrend und Tendenz hier halt sehr, sehr schöne relative Stärke. Wir hatten das auch bei uns im Programm oft angesprochen. Wir sind jetzt hier genau an der 200-Tages-Linie und auch an einer horizontalen Widerstandslinie. Man sieht das hier und auch hier. Also die Zone ist relativ wichtig. Wir haben jetzt hier erstmal einen kleinen Abpraller gesehen, allerdings noch nicht gravierend. Weiterhin ist die relative Stärke intakt. Es wäre jetzt halt wichtig, wenn wir die 200-Tages-Linie zeitnah überspringen würden. Genau, das vielleicht kurz zu den Märkten. Ansonsten, was ich auch noch kurz zeigen wollte, sind drei mögliche Setups, die wir bei uns in der Renditeformel auch vorgestellt haben. Die möchte ich kurz eingehen, wie wir hier weiter vorgehen. Erstmal zu den Setups oder zu den Werten. Das hier ist im Prinzip unsere Telegram-Gruppe, wo wir immer verschiedene Szenarien vorstellen. Und wir hatten hier jetzt zum Beispiel verschiedene Rebound-Setups vorgestellt, auf die wir uns konzentriert hatten, weil der Markt halt schwach war. Haben wir uns eher auf mögliche Rebounds konzentriert. Ein Szenario zum Beispiel hier vorgestellt, vorgestern, das war bei Mutares, da standen wir noch bei 15,60 €, Firma aus dem Private Equity Sektor. Das ist hier der Wochenchart und wir hatten das Szenario vorgestellt, den Rücksetzer bis auf die 200-Tageslinie und das 61,8er Retracement, dass das eigentlich eine schöne doppelte Unterstützungszone ist. Ich wechsle mal kurz wieder auf den Chart von Mutares in dem Fall. Wir sind jetzt, wenn wir uns das Ganze angucken, hier jetzt im Tageschart, oder ich kann auch mal auf die Woche wechseln, dann ist das Szenario deutlicher. So sieht man es auch. Wir sind jetzt genau an der Zone angekommen. Es hat heute noch kein großer Rebound stattgefunden. Das Szenario wurde trotzdem aktiviert, also auch für Neueinstiege weiterhin aus meiner Sicht ein sehr interessantes Setup. Stop kann man kurz knapp darunter setzen. Im Tageschart sieht man, es hat erstmal gehalten. Stop, wie gesagt, würde ich hier unter das Tagestief von gestern setzen. Und jetzt wird es halt spannend zu sehen, ob wir hier den Rebound sehen oder nicht. Das war im Prinzip der erste Wert. Wir hatten noch mehrere Werte vorgestellt. Zwei Werte, die bisher sehr gut aufgegangen sind. Vielleicht auch dazu kurz. Das war im Prinzip zum einen, dass die Einhell. Die hatten wir vorgestellt. Es hat sich im Prinzip, ja, die Vergangenheit so ein bisschen wiederholt vom Setup her. Wir hatten hier so ein Abwärtsdrang, der dann oder paralleler Abwärtskanal, der nach unten durchbrochen wurde im März mit einem Peak wieder nach oben kam. Und das gleiche Szenario hatten wir halt hier auch gesehen unter hohem Volumen. Drei, vier starke Kerzen oder rote Kerzen nach unten.
Und dann hatten wir, obwohl wir schon weit fortgeschritten waren, gesagt, ja, okay, das reicht uns noch nicht ganz. Wir hatten zwei Szenarien vorgestellt. Das war einmal ein Rückgang weiterhin bis zu 127 Euro oder zur Sicherheit auf eine wirkliche klare Rebound-Tendenz warten. Das heißt, wirkliche Kerzenformation oder RSI und die Boilinger, die wieder eingetreten werden, all solche Szenarien. Aber das erste Szenario, was wir besprochen haben, wurde im Prinzip ebenfalls aktiviert. Ich zeige das auch mal kurz im heutigen Chart. Man sieht, die 127 wurden kurz unterboten und wir haben heute den sehr schönen Rebound mit knapp plus 6% heute geschlossen. Sehr, sehr schönes Setup, was aktiviert wurde bei 127 Euro. Stop auch hier jetzt ist wichtig in der aktuellen Marktphase immer seine Stops und seine Absicherungen im Blick zu halten und halt auch nachzuziehen. Da muss man konsequent sein. Im Zweifel wird man da lieber ausgestoppt, aber das Risikomanagement ist in der aktuellen Phase sehr, sehr wichtig. Das heißt, Stop ruhig nachziehen, wer dabei ist, knapp unter das Tagestief von heute würde ich das setzen bei 124 Euro. Und ansonsten, erste Zielzone hatten wir heute auch bei uns mitgeteilt, liegen zwischen 150 und 155 Euro. In dem Bereich sind die ersten Zielzonen. Und dann gilt es darauf zu achten, wie sich die Aktie entwickelt. Aber erstmal einen sehr schönen Rebound, der heute eingeleitet wurde und den wir sehr gut erwischt haben. Genau, der dritte Wert war im Prinzip, den wir diese Woche vorgestellt haben. Das war im Prinzip die Alkstron, genau. Öffne ich hier auch mal. Hier hatten wir das Setup erwähnt, hier im Tageschart. Das war im Prinzip gestern. Das ging sehr, sehr schnell auf. Auch hier 61,8er Retracement, was wir gewählt haben, plus eine horizontale Widerstandszone und die runde psychologische Marke bei 20. Dieses Szenario hatten wir erwähnt. Hier sieht man 20,16 € war im Prinzip unsere Marke vom 61,8er Fibonacci Retracement. Zeige das nochmal kurz. Wenn wir auf die Kerze von gestern gehen, man sieht's oben, das Tief war genau bei 20,16 €. Also genau darauf aufgesetzt, sehr, sehr schön aufgegangen. Ich selber, ich bin sogar auch reingegangen in die Aktie bei 20,22 € war es, glaube ich, rum. Ich gucke nochmal kurz. Genau, 20,22 € bin ich eingestiegen. Ich habe ein bisschen zu früh verkauft. Ich habe die erste Position, habe ich geschlossen bei 21,12 € rum. Und dann gestern auch, weil es so schön direkt angezogen ist, bei 21,50 € zur Sicherheit, hatte ich noch einen kleinen Teil raus. Und heute bei 22,22 €, schöne Zahl. Das ist auch hier nochmal war im Prinzip das Tief von hier, habe ich auch noch einen Teil geschlossen. Also von daher, ich bin vorerst raus aus Aixtron, aber es ging sehr, sehr schön auf. Ich meine, wir haben vom Tief bis hier in einem Tag jetzt 11,5% gemacht. Also sehr, sehr schöne Bewegung, sehr kurzfristig. Von daher lief das top, wer noch drin ist. Die runden Zonen finde ich ganz spannend, also sowohl 23, 24 Euro und dann vor allem hier die 50-Tages-Linie, spätestens hier bei 25 oder 24,50 € rum in dem Bereich, würde ich die Position schließen für die, die vielleicht noch dabei sind. Genau, ansonsten war es das erstmal von meiner Seite. Und dann wünsche ich noch eine erfolgreiche Restwoche und für alle Abonnenten der Renditeformel, wir sehen uns morgen im Live-Seminar.